Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, der Orden der Rotkäppchen. Ja, wir sind jetzt hier in dieser Halle vom letzten Mal. Find the legendary Centaur Bow. We need it to defeat the Wolf Queen. Okay, genau. Und uns hatte ja Dornröschen das letzte Mal spektakulärerweise geholfen. Das war ja ziemlich cool, was die so auf einmal kann. I can't believe Eldra betrayed me. Kannst du mal sehen. Find the legendary Centaurbogen. Hier ist was zu wimmeln. Das ist gut. Ich steig wieder ein. Finde ich gut. Gott sei Dank sieht man hier auch wieder mal so ein bisschen, was man finden soll. Dann ist das nicht ganz so schwierig. So. Ein blaues Dingsbums. Ja, und wie soll man das beschreiben? Das da halt und eine orangene Kugel. Die kleine hier? Da? Nö. Die ist ein bisschen zu klein. Die da. Und wir haben die Geige. Prima, ich weiß, wo die hingehört. Das weiß ich wohl, das weiß ich wohl. Oh, was macht er denn hier schon wieder? Der Nebelwolf hält unbeirrt wach und ich muss ihn besiegen, um voranzukommen. Und hier gibt es noch ein Wimmelbild. Dann mache ich das auch nochmal eben. So. Das waren jetzt erstmal so die Teile. Was ist mit diesen ganzen länglichen Dingern da? Nimm das mal. Das da nicht. Das da. Da gruselig. Für den, die der Detective hier an dem Skelett rumsuchen zu müssen. Das ist bestimmt auch total schön. Oh, das sind alles so braune, doofe Teile irgendwie. Das sieht alles gleich aus. Ich muss mir das genau anschauen. Da hinten. Fies. So ein Schnörkelding noch. Wo ist das Schnörkelding? Hier vielleicht? Nee. Da. Da. Man soll ja nicht raten, man soll ja suchen, aber... Was Längliches mit so Rillen. Länglich mit Rillen. Aber wenn man das immer nicht weiß, das ist so doof. Da? Nee. Und wenn man dann den Tipp nimmt und auf einmal sieht, wo das war, denkt man, Okay, da ich das Holzteil gar nicht gesucht habe. Ich suche ja immer noch das hier eigentlich, aber gut. Das Schnörkelding. Das sieht eher so rundlich aus. Gott, wo ist das denn? Hier irgendwo dazwischen. Das da. Da. Da ist das Rillending. Das war direkt am Finger. Oh, das war auch jetzt echt fies gemacht. Also dieses Schnörkelding, ich weiß nicht. Könnte überall da. Da ist es. Überall da sein, wo dieses Muster ist. Genau. Schmiedehammer. Was soll ich den jetzt erschlagen? Mit dem Stock vielleicht? Kann ich denn was anderes hier machen? Keine Ahnung, was wir mit ihm hier machen können. Schmiedehammer. Ja, aber mir fehlt ja noch was zum Schmieden. Ah, und noch ein Wimmelbild. Oh, hier geht's ja los jetzt. Oder ich stoße da immer nur so per Zufall gerade drauf, dass wir die alle hintereinander machen. Aber ich komme nicht drum rum, sie machen zu müssen. Von daher tun wir das doch einfach mal.
So. Irgendwas mit so einer kleinen lila Perle oder so drauf. Wo ist denn das? Da. Dann noch was Grünes. So eine Art... Weiß ich nicht. Meine Katze macht schon wieder Blödsinn. Was habe ich jetzt gesucht? Ja, genau dieses... Nee, das Seil nicht. Das ist sowas anderes. Kette? Nee. Da, das da. So, und jetzt noch das da. Gremiumschrift. Ach so. Ja, die können wir ja einsetzen dann. Eigentlich müsste hier auch irgendwo, glaube ich, noch ein Chamäleon-Objekt sein. Aber das werde ich wohl nicht mehr finden. So. Was oben? Ja, das war oben. Da können wir auch noch wimmeln. Mein Gott, wird hier viel gewimmelt. Was bekomme ich dafür? Einhornhaar. Erstellung eines Zentaurenbogens. Lege Äste und Einhornhaare auf den magischen Amboss, begieße sie mit dem Durchdringungstrank und schlage mit dem Hammer drauf. Alles klar, dann haben wir ja eigentlich alles. Gut, das mache ich dann gleich, nachdem ich nochmal gewimmelt habe. Übertreibt mal nicht, Leute, hier mit dem Wimmeln. Ich meine, wenn ich ohne Suchen einfach klicke, geht's ja dann doch recht schnell. Aber würde ich jetzt wirklich jedes einzelne Teil suchen müssen, dann... wäre mir das ein bisschen zu viel mit den Wimmelbildern, glaube ich. Aber es geht ja so. Ja. Problem ist, dass jetzt hier wieder so viel angezeigt wird, dass ich schon wieder richtig suchen muss, glaube ich. Gut, dann lege ich mal los. Womit fange ich denn mal an? Das ist jetzt schon fertig, oder wie? Aha, dann brauche ich noch so ein Stück davon und davon. Das da? Nee. Die Krone? Nee, das ist so eine andere. Dieses weiße, zackige Ding hier da. So, und jetzt noch hier diese Bögen. Dann habe ich es auch schon wieder. Ja. Wenn ich die denn mal finden würde. Ist das denn hier so eins von den Dingern? Nein. Wo sind die denn? Da ist einer. Der andere vielleicht hier so drum oder da. Dich finde ich auch noch. Oder vielleicht auch nicht. Immer das letzte Teil. Wo ist es denn? Ach so, das hier in der Mitte. Okay. Ja. Na gut. Man kann ja nicht alles finden. Linkes Palastemblem. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier und machen das mit dem Rumhämmern. Einhornhaar. Was war das noch? Äste. Ist so ein Quatsch, eigentlich Durchdringungstrang. Und loshämmern. Klar, natürlich haben wir jetzt den Zauberbogen, den Zentaubogen. Nee, ist klar, na klar, das funktioniert. Den bringen wir jetzt ihr wieder, würde ich sagen. Sie will das ja haben. Und vielleicht verjagt sie uns dann den Wolf. Find the legendary, ja, hier ist er doch. Find the legendary centaur bow. We need it to ja, dann nicht. Dann mache ich das eben selber. Komisch. Alles muss man selber machen. Ah, okay. Kapitel 8. So, du kriegst jetzt dein Saiteninstrument. Also dein Saiten, warte mal hier. Du bist dran. Geige. Das war's. So, jetzt sehen wir hier die Wolfsspuren, aber... linkes Palastemblem. Das kommt, glaube ich, da in die Mitte links. Oh, noch ein Wimmelbild. Leute, was ist los hier, ey? Vertreibt, wie gesagt, mal nicht.
Ich suche jetzt mal nebenbei tatsächlich schon mal richtig mit hier. Das ist nicht einfach das Bild, das sehe ich jetzt schon. Da kann ich schon wieder ewig bei den letzten Teilen suchen. Wo ist der Kontner? Der Cello, genau. Was mit denen? Das da. Okay. Das da. Jetzt suche ich noch so einen langen Stab. Und ein schnörkelblaues Ding. Das sehe ich, glaube ich, hier. Nee, das ist es nicht. Schade. Da ist der Stab. Fehlt jetzt nur noch das Schnörkelding. Mano. Ach, das war's sogar. Prima. Okay, dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, weil das Bild war nicht super einfach. Hier haben wir das Cello. Dann können wir ihm gleich das letzte Instrument auch geben. Und hier, glaube ich, soll das rein. Ist aber nur die linke Hälfte. Von daher muss ich nochmal zurück. Und gebt dem anderen jetzt sein Cello. Und damit hat sich jetzt was getan hier? Ein Parabelteil. Nebelreich, 3 von 4. Eldras Maske. Okay. Na gut. Das war's dann hier, oder? Kann ich ihr die Maske jetzt wiedergeben oder will sie die auch nicht? Die sind ja jetzt weg. Wo sind die denn jetzt? Hey Leute, wo seid ihr hingegangen? Hallo? Hallo? Okay, meine Freunde sind weggegangen. Sind meine Freunde nach vorne gegangen? Leute! Ich muss die Königin der Wölfe irgendwie aufspüren. Ja. War eigentlich auch gerade dabei. Noch ein Wimmelbild. Okay. Gewöhnen wir uns einfach dran, dass in diesem Teil viel gewimmelt wird. Wahrscheinlich kommt sogar noch eins. Ist das so? So, was suche ich denn jetzt noch? Ich suche irgendwie so eine gruselige Maske. Die ist da. Das da? Das da? Nö. Oh, ich suche voll viel, aber ihr seht auch alles gleich aus irgendwie. Da irgendwie versteckt. Da sind diese komischen Zähne. So ein geriffelter Bogen und ein roter Stein. Das ist das Ding doch hier, oder? Spiegelt sich das jetzt hier nur? Hä? Okay, da war dieser rote Stein. Na gut. Na gut. Und das suche ich ja auch noch. Also es ist ja auch noch nicht fertig. Ich brauche mal einen Tipp hier. Was ist da? Okay, da ist das geriffelte Ding. Gut, dann ist das schon mal fertig. Suchen, befassen wir uns hier mit der linken Seite. Was noch fehlt. Prima. Und jetzt noch das da. Juhu. Ein Tipp pro Wimmelbild bei diesen schwierigen Bildern finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Gar keiner wäre natürlich besser. Verrottenes Essen lag umbrüllt. Ach ja, hatten wir schon. Ja, den Kamm haben wir ja immer noch nicht. Vielleicht sind die hier unten. Leute, wo seid ihr alle? Kann ich das hier reinsetzen? Nee. Nee, nee. Und hier? Oh, hier gehört das rein. Oh, das wusste ich nicht. Sind die vielleicht hier drin, ne? Habt ihr euch hier versteckt? Oh Gott, hier ist voll gruselig. Ich habe den König der Wölfe besiegt und die Kraft des Wolfsamuletts erlangt. Nun gehorchen die Nebelwölfe. Kann ich das nochmal lesen? Meinem Befehl. Ich frage mich, was Raphael von all dem halten würde, ob er stolz auf mich wäre. Die unglückliche Königin verstarb still und leise in diesem abgelegenen Raum. Und hat sich da so hingesetzt nebenbei, oder wie? Was haben wir hier? Ein Parabelteil, ein Parabelteil!
Die gefallene Schwester 3 von 4. Die Schwestern ziehen Theresa mir wieder vor. Sie beabsichtigen, sie zur Anführerin zu wählen. Ich werde mich in den Nebelreich schleichen und mich des Königs der Wölfe entledigen. Damit kann ich meine Überlegenheit Theresa gegenüber ein für alle Mal beweisen. Da ist der Kamm. Vielleicht hätte ich doch die Geschichten direkt lesen sollen. Noch ein Wimmelbild, war ja klar. Vielleicht hätte ich doch die Geschichten... Kann ich mal was finden? Dann hätte man jetzt vielleicht ein bisschen die Zusammenhänge besser verstanden. Das werde ich im nächsten Part dann tun, dass ich dann nicht darauf warte, dass ich die nächste Parabelgeschichte finde, sondern immer sobald eine fertig ist, hören wir die uns an oder so. Fehlt mir nur noch hier das letzte Stück. Das habe ich aber auch wild hier rumgeklickt. Gebe ich ja zu. Sieht aus wie so ein... Stück Flügel oder so. Ist es natürlich nicht, aber... Man sich so selber irgendwie... Irgendwelche Assoziationen bildet im Kopf, dann kann man das immer eher finden, finde ich. Tja... Es ist immer das Letzte. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hier im Hintergrund irgendwo. Und ich sehe das deswegen so schwer. Hier? Nee. Keine Ahnung. Oh, direkt vor meiner Nase wieder. Okay, Wolfsemblem. Diese Vasen warten darauf, mit wohlriechenden Blumen der richtigen Farbe gefüllt zu werden. Ja, erstmal kann man ja wohl mal die Leiche wegbringen. Das ist ja wohl abartig hier. Wer ist dieser distinguiert aussehende Mann? War er ein Verwandter der Königin? Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass da drinnen noch ein Chamäleon-Objekt ist. Ich habe aber irgendwie nichts... die Schnelle sich verändern sehen. Das ist hier bestimmt noch. Ich finde es nur wieder nicht. Na gut. Da waren die anderen also nicht. Wolfsemblem. Tja, ich muss schon wieder überlegen, wo man hier sowas überhaupt wieder einsetzen konnte. Wir können ja den Kamm mal hier einsetzen. Den haben wir ja jetzt. Was ist das? Die andere Hälfte vielleicht? Ja, das ist natürlich gut. Weiß ich zumindest wohin. Ah. Richte die Gegenstände so aus, dass sie richtig in ihren ihre Rahmen passen. Muss ich dann... Aha. Ja, toll. Jetzt nur noch er hier rechts. Das wird ja wieder nichts. Oh, ich hasse sowas. Es ist so gemein. Ich mach das nochmal von vorne. Schade, jetzt ist es die Krone. Sonst hätte ich es fast gehabt. Ärgerlich. Nochmal.
Mano. Das nervt ein bisschen hier. Ja. Oh mein Gott, ja. Danke, dass es per Zufall geklappt hat. Ich habe keine Lust, das hier immer ewig zu machen. Och nö, nicht noch so eine Runde. Richte die Gegenstände so aus, dass sie... Nee, ich... Gut, alles klar. Gott sei Dank. Hat geklappt. So, jetzt können wir da auch hingehen. Prima. Die aufwendig bestickten Umhänge und die schwere samtene Krone lassen den König pompös und eitel aussehen. Aber irgendwas hat es wohl hier mit auf sich. Huh? Adler... Was? Adlerhelm? Gut. Ach, hier können wir die Tiere einsetzen. Aber den Vogel hier habe ich noch nicht. Kapitel 9. Schon wieder ein verschlossenes Tor. Ich hätte wissen müssen, dass sich die Königin der Wölfe nicht so einfach aufhalten lassen wird. Hier können wir dann wohl wieder zurückgehen. Hier können wir den aufsetzen. Und da dann wahrscheinlich auch nochmal. Ja, wie oft wollt ihr mir denn noch Kapitel 9 anzeigen? Mein Gott, ich hab's begriffen. Die saftigen Äpfel sehen im Mondlicht ganz besonders appetitlich aus. Ich kann in der Ferne nur schwach einen riesigen Käfig ausmachen. Ist Bruce darin eingesperrt? Könnte sein. Bäche von goldenem Wasser fließen durch dieses magische Land. Wie das wohl schmecken mag? Ich weiß es nicht. Können wir nochmal zurückgehen? Ich war ja hier noch gar nicht so wirklich fertig. Oder vielleicht war hier doch schon alles gemacht. Ja, Chamäleon hat gerade mal 10 von 20. Ich glaube, das wird nix. Dann haben wir auch noch die Rosen hier. Mit seinem Kopf hier. Können wir da was machen? Ah. Und? Ja. Eine Parabel ist freigeschaltet. Die Mondgöttin. Warum? Ach, das Nebelreich. Warte mal. Dann können wir ja das nächste nehmen. Dann können wir die nacheinander fast alle abklappern, bis auf das letzte. Das mache ich das nächste Mal. Darauf freue ich mich schon. Eine richtige Märchenzeit, die wir dann kurz machen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.